Ah, oh, was? Da ist irgendwas hier. Müll, Müll, Müll. Was ist mit unserem Müll? Die sind voll. Kein Platz mehr. Ah, da ist zur Hälfte voll. Und das sieht ganz schrecklich aus da drüben, aber gut. Das ist voll. Dann brauchen wir diese Müllverbrennungsanlage, haben wir doch jetzt. Wir haben aber keine Kohle mehr. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir können es ja Kohle machen. Warum verbrennen Sie den Müll nicht einfach und erzeugen mit Hilfe von Dampfturbinen Strom, anstatt ihn nur aufzusammeln? Die Müllverbrennungsanlage verbrennt Müll zur Stromerzeugung für die Stadt. Ja, dann setzen wir das direkt daneben, würde ich sagen. Mal eine gerade Straße noch verlängert. Ach so, wir brauchen Geld. Was? Ressource-Tool? Falsch, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Da wollte ich rein. Gib mal 20.000. Sollte eigentlich reichen, denke ich. Was war das? Das war hier auch nochmal, ne? Recycling Center, das war so gemoddetes Ding. Very noisy. Genau. Recycling Center halt. Ist auch cool eigentlich. Aber dafür haben wir jetzt nicht genug Geld. Also Müllverbrennungsanlage. Die ist ziemlich dreckig und ziemlich laut. Dann macht die Straße einfach noch ein bisschen länger. So. Die bauen wir hier ganz weit außen hin. Und dann bauen wir hier auch noch so ein Müllding hin. Ist auch dreckig und eklig. Und bleh. Hier das hier, das ist verschmutzt auch alles. Machen wir auch noch hier hin. Okay, und dann müssen wir die hier schließen. Beziehungsweise rauslagern. Da in andere Einrichtungen einlagern. Gut. Gut, die haben da Müllproblem. Ansonsten geht es hoffentlich unserer Stadt. Die haben auch ein Müllproblem. Ja, das wird gleich wieder. Die haben auch Müllprobleme. Okay, alle haben Müllprobleme. Was sagen die denn? Wahrscheinlich Müllprobleme. Okay, Bäume. Wo sind all die Müllwagen? Niemand holt unseren Müll ab. Wird gleich besser wieder. Wie ist denn das vom Müll? Können wir auch mal ein bisschen höher schrauben. Machen wir ruhig auch mal auf 100% ruhig. Weil wir haben ja momentan. Okay, das sind einfach keine Verwendungen, ja, wahrscheinlich, weil es voll ist, das Ding. 9 von 15. Ja, die waren wahrscheinlich voll vorher. Jetzt haben wir 15 Wegen, die gleich alle Straßen blockieren. Ach, by the way, was ist hier mit unserem Verkehr passiert? Sieht, glaube ich, gut aus, ne? Okay, was ist da los? Die stehen da. Wir sollten die Straße, wir werden die ausbauen. Wir werden die ausbauen mit einer gemoddeten Straße. Dreispurig oder wir machen gleich so eine ohne Parking Lots, weil wir haben doch hier eh irgendwo, na, ein bisschen weiter weg, aber Four Lane. So, es war doch bis da, ne? Ja. Die Ampel da wollte ich ja auch haben. Siehst du, im Verkehr, das läuft alles gleich besser. Können sich besser einordnen da. Rechts, links, geradeaus. Drehen, wenden, wie auch immer. Und schon haben wir das wieder im Griff bekommen. Ja, das sind jetzt halt die ganzen Müllwegen, die jetzt da rumfahren wie sonst was. Ich glaube, die Müll schrauben wir gleich nochmal ein bisschen runter. Das sind echt ein bisschen viele Wegen jetzt, die da rumfahren. Mal 85%. Ja, das reicht eigentlich auch. Schaut das mal an. Gleich haben wir alles nur noch voller Müllwegen hier. Das muss ja auch nicht sein. Ansonsten geht es dem Verkehr sehr gut. Sind hier jetzt schon mehr? Da wird wieder gebaut. Das ist schön. Hier sind schon richtig viele Leute drin. Dann können wir ja schon mal trotzdem hier Büro hinsetzen, ruhig. Einfach mal zum Test, was passiert.
Brauche natürlich noch Strom. Wasser habe ich da auch noch nicht. Wasser geht noch, Strom geht auch. Wahrscheinlich, weil wir jetzt ja auch Strom produzieren mit dieser Müllverbrennungsanlage. Okay, die haben es jetzt bis dahin gezogen. Das ist schön, weil dann kann ich dieses blöde Büpselchen da wegmachen. Ding, ding, ding. Ach, das ist die U-Bahn. By the way, U-Bahn. Wie läuft es eigentlich mit der U-Bahn? Läuft da jemand? Da läuft jemand rein. Wie viele U-Bahnen fahren denn überhaupt? Erstmal stoppen. Halt. Halt, das müssen wir wieder anders rein, weil sonst reißen wir da irgendwas ab. So. 3 und das ist komplett, ne? Für die ganze. Ja, 33 von 180. Okay, da ist auf jeden Fall noch Platz drin. Ist hoffentlich nicht nur eine Bahn. Ne, da fährt auch eine. 16 von 180. Und da ist auch noch eine. 12 von 180. Und hier steht sogar noch eine. Ja. Da ist auf jeden Fall einiges los. Hier, schaut mal, die kommen da alle raus. Boah. Boah. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich will noch mal falsch. Kann ich den da anklicken? Nee, kann ich nicht. Erst wenn er rausgeht, ne? Wo geht der hin und wo kommt der her? Ah, Zypressen, da haben wir mal geguckt. Das sind diese. Der studiert in der Universität, der wohnt da in diesem großen Haus und der geht jetzt dorthin. Siehst du, wir brauchen da auch jetzt mal drüben Gewerbe, weil sonst werden die ständig da drüben einkaufen gehen. Das müssen sie ja auch nicht. Sie können ja hier Einkaufsläden haben. Es steigt auch langsam, wie man sieht. Ja, okay, aber das funktioniert doch super. Einwandfrei. Ich meine, wir hätten nicht 155 Leute nur von hier, das ist ganz klar. Was ist hier mit dem Strom? Warum hat er sich das noch nicht gegriffen? Weil er doof ist. Also es wird schon ein Büro auch gebaut, gebildet. Gut gebildet, hochgebildet haben wir halt auch noch nicht, ja. Im Normalbetrieb. Okay. Da braucht er die nicht genug Strom. Ja, es ist unglaublich. Jetzt hast du es dir begriffen. Das ist schön, weil da jetzt was gebaut wird. Dann solltest du jetzt auch Strom haben. Also reg dich nicht auf. Kundendienste. Reiseagentur, Lachgesicht, auch süß. Die brauchen dann Hochgebildeten. Siehst du, die brauchen alle nicht unbedingt Hochgebildete. Aber wir werden ja bald welche haben. Studenten in der Stadt 181. Wir sollten hier mal, by the way, noch schnell, das mache ich noch kurz. Sup. Nein, kein Ahornplatz. Tiefenbeck City. Wie gesagt, ne, überlegt euch hier einen Namen für diese Ortschaft. Ich werde es jetzt noch gar nicht markieren. Müllabfuhr, immer noch Probleme. Okay, die freuen sich aber über die Win-Win-Situation, über die Stromproduktion hier. By the way, Strom. Da hatten wir jetzt echt genug wegen dem Ding, ne? Die sind gar nicht an Stromnetz angeschlossen. Das ist irgendwie ein Problem. Machen wir vielleicht mal. Und dann könnten wir ja theoretisch mal hier welche ausstellen. Wie viele kosten die denn hier nochmal? Da 206 pro Woche. 82. Ja, dann machen wir hier mal einen aus. Und gucken mal, was passiert.
Ja, geht runter. Könnten wir eigentlich noch einen Upsala ausmachen. Wahrscheinlich ist jetzt gleich zu wenig. Nee, geht noch. Können wir ein bisschen was sparen. Schön. Also das gefällt mir, wenn ich das so an mir anschaue. Maisfelder, ja, ich weiß. Gefällt mir das sehr gut. Hochgebildet, ja, da haben sie noch keinen. Anderen werden schon besetzt. Schön. Hier parken die Leute schon wieder fleißig. Könnten wir mal einen Parkplatz geben, obwohl sie könnten auch einfach bei der Uni parken. Hier kommen immer mehr Studenten rein. Klasse, gefällt mir gut. Ich höre jetzt hier erstmal auf, aber das wird hier noch ein schöner Bereich. Ich freue mich sehr und dann sehen wir uns. Das wird auch, ne? Ja, wird schon übergeschichtet. Sehr schön. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leute. Immer wieder kleine Probleme mit City Skylines. Leider. Obwohl es diesmal wirklich nicht am Spiel liegt. Okay. Diesmal wird es wahrscheinlich ein kürzerer Part, denn es ist jetzt sehr, sehr spät. Ich habe eine Stunde aufgenommen, 100 GB Rohmaterial. Und ich habe jetzt endlich begriffen, auch wenn die Hinweise schon sehr deutlich waren, schon bei Isaac habe ich gemerkt, okay, meine Platte ist wohl im Arsch. Und da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht und das hat nicht gepasst. Und jetzt wurde es mir wirklich ins Gesicht geknallt. Diese 100 GB Rohmaterial werde ich wahrscheinlich nie wieder aufrufen können, geschweige denn irgendwie rüber kopieren, weil meine Platte streikt dann sofort. Witzigerweise habe ich heute sogar meine alte Platte dabei. Das heißt, wir können das hier gerade mal kurz aufnehmen. Ich werde mir morgen direkt eine neue externe kaufen. Es ist, wie gesagt, komisch, weil das halt die kaputte ist jetzt meine neue externe. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich sogar noch Garantie. Hoffen wir das mal, weil das kann ja eigentlich echt nicht sein. Die ist jetzt, ja, knapp ein halbes Jahr alt. Also, das ist schon sehr traurig, irgendwie, finde ich. Okay, so, also, nur um euch jetzt wieder auf den neuen Stand zu bringen, was jetzt in einer Stunde passiert ist. Wie ihr vielleicht sehen könnt, fehlen hier unsere Pumpstationen. Ja, denn wir haben einen Scheißekanal. No. Schön, ne? Ja, ich hatte einen Kommentar bekommen, dass es ja trotzdem möglich ist mit dem Scheißekanal, gerade wenn ich ihn hier vom Berg nach unten baue. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde schon gehen. Wir bräuchten dann halt, ja, wir können halt nicht hier unser Wasser anpumpen. Das heißt, ja, da fliegen gerade ein paar raus, weil die wollen hier alle Arbeitnehmer haben. Ja, währenddessen, als ich gerade hier nämlich was abreißen wollte, war mir dann, dachte ich, das Spiel eingefroren. Ja, aber da hat sich einfach meine externe halt dann vollkommen aufgehängt und dann war alles vorbei. Die Audiodatei konnte ich noch retten. Vielleicht, weiß ich nicht, guck, höre ich da mal rein. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche witzigen Szenen und dann haue ich die euch jetzt am Ende des Parts noch ein bisschen als Hörspiel rein oder so, wenn ihr da Bock drauf habt, ja. Okay, also hier, wie gesagt, das geht und da habe ich halt nur gesagt, wir brauchen Pumpstationen. Wir haben jetzt 4 an der Zahl. Man sieht auch, also es ist knapp, aber es ist alles in Ordnung. Und, ja, wie man dann auch hier sieht, ist was Neues dazugekommen. Ich habe mir heute nämlich Snowfall gekauft. Ja, davon mal abgesehen, dass wir wahrscheinlich Schnee kriegen werden, haben wir jetzt hier auch den Reiter mit Heizungsrohren und Kesselstation und Geothermie-Heizkraftwerk. Wenn wir das dann bauen, dann kann ich das hier alles nochmal vorlesen. Das habe ich schon gemacht, wie gesagt, aber es hat jetzt gerade keinen Sinn. Man sieht, wir haben 30 Grad, es ist alles super. Als ich ins Spiel reingestartet hatte, waren 17 Grad und ich dachte, oh Gott, nicht, dass ich das jetzt alles gleich bauen muss. Aber wir haben anscheinend Sommer. Steht hier irgendwo? Nee, steht nicht, sehe ich nicht. Okay, was habe ich noch gemacht? Hier eigentlich, wie gesagt, nicht viel. Ich habe diesen Scheißkanal, das habe ich erstmal als Test gebaut gehabt und habe das wirklich auch lange vorspulen lassen, um zu schauen, funktioniert das hier alles? Hat funktioniert und somit haben wir das dann einfach nochmal. Ich habe jetzt hier, ist alles tief, 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 tief und hier ist dann Mittel.
runter abwärts, damit das hier auch wirklich, weil man sieht, hier fließt schon viel. Und ich hatte hier vorher, hatte ich hier ab Mittel gemacht oder so. Und dann war das schon sehr auf die Oberkante gefüllt. Und es ist ja schön, dass da steht, Wasser verdunstet, wenn es leicht aus dem Kanal fließt. Ja, es ist aber kein Wasser, es ist einfach nur Scheiße. Okay. Ja, hier sind alles leere, darum kann ich mich das nächste Mal kümmern. Wir gehen erstmal hier rüber. Das hat jetzt nämlich einen Namen, falls ihr es sehen könnt. Und zwar heißt es jetzt Noah. Ihr hattet mir einige Vorschläge gegeben. Ich hatte übrigens sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was Via Nosi bedeutet. Ja, ich bin manchmal ein bisschen doof und fand ich aber auch cool, aber irgendwie fand ich, zu unserer kleinen Ortschaft passt dieses Noah echt gut. Also, das hat jetzt also auch einen Namen bekommen. Habe ich sonst hier noch irgendwas gemacht? Ich wollte hier ein Recycling-Center bauen, weil hier haben ein paar Leute geschrien wegen Müll. Also eigentlich nur das hier, das Haus, hatte drei Mülldinger vor der Tür und hat gesagt. Und dann dachte ich mir, boah, hier so ein Recycling-Center ist halt einfach mal extrem teuer. Das können wir uns noch nicht mal leisten. Und nur für die kleine Ortschaft ist vollkommen blöd. Die haben jetzt also, man sieht es hier auch, das kleine Zeichen drunter, die Richtlinie Recycling. In dieser Stunde kam, glaube ich, 10.000 Mal auf unserem Twitter-Dings. Toll, wir recyceln jetzt. Wie toll ist das denn? Ja. Hier hat sich ein bisschen auch was verändert. Ich habe hier eine Tiefgarage gebaut. Und die, ich weiß nicht, ob man die dritte und zweite Spur noch befahren kann. Anscheinend schon. Ich hoffe es mal. Das war halt vom Platz her ganz gut. Unsere Uni ist da, unsere Dingsbums ist da. Ich habe hier ein Plaza gebaut. Den hatte ich erst hier stehen und habe, glaube ich, dann gefühlte 5 Minuten überlegt, ob ich es da lasse oder lieber hier hinstelle. Und da wir ja auch neben die Uni so Hightech-Gebäude mal irgendwann bauen wollten, vielleicht passt das dann hier in die Reihe ganz gut, weil dieser Plaza auch ganz nice ist. Hier habe ich schon den vermehrt Wohnungen angegeben, wenn Sie denn möchten. Und hier habe ich, auch wenn ich hier das Gewerbe eigentlich runterlassen möchte, habe ich hier ein, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwas Doofes gemacht, einfach meine Straße abgeführt, weil ich dachte, vielleicht ist es ja ganz gut. Laufen da jetzt eigentlich endlich mal Leute auch rüber? Laufen alle nur da raus? Ich weiß gar nicht, das ist ein neuer Fußgängerweg. Ich weiß nicht, ob der wirklich benutzt wird oder ob wir da mal einen kleinen reinziehen sollten oder so. Oder ob das überhaupt gar nicht funktioniert. Aber ich dachte, wegen der U-Bahn-Station ist es vielleicht ganz gut, auch hier direkt das Gewerbegebiet zu haben, also das dichte Gewerbegebiet. So, was habe ich die Stunde eigentlich noch gemacht? Also ich musste noch irgendwas gemacht haben. Ach ja, ich habe auch noch Büro ein bisschen mehr ausgedingsbumst hier. Ansonsten, ach, das ist traurig. Kann ich das jetzt hier in 5 Minuten abquatschen, was ich gerade gemacht habe? Ich weiß nicht, fällt euch irgendwas auf? Hat sich was verändert? Eigentlich hier habe ich eigentlich nichts gemacht, würde ich behaupten. Wie gesagt, hier, ich habe immer gesagt, hier, es ist alles Investitionen in die Zukunft, ne? Dass wir jetzt hier alles verkacken. Genau, ich wollte, weil die ja alle hier, die brauchen, wenn man da reinklickt, die brauchen alle halt ungebildete Arbeiter, ja? Schau mal, die haben drei gut gebildete. Und daraufhin wollte ich dann hier auch Schule ist ausmachen. Und mir ist aufgefallen, das habe ich schon längst. Aber ja, irgendwie ist das ein Problem. Was habe ich sonst? Was habe ich noch gemacht? Ich glaube echt nichts. Oh, das ist traurig. Dafür habe ich eine Stunde aufgenommen. Naja, nicht ganz. Eine Kappelstunde. War eh krass, dass der Part irgendwie 100 GB wurde. Ich meine, dass er irgendwie 80 wird, okay, aber ich nehme ja öfter länger auf. Das ist ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, Platte kommt jetzt weg. Ich habe hier sonst nichts mehr gemacht, glaube ich. Ja, wir haben halt zwischendurch immer mal wieder geguckt, ne? Hier sind 13 Leute schon drin gewesen, das ist doch wunderbar. Und boah, das ist, warte mal, wie viel kostet die Kirche mich? Oh, die kostet so viel Unterhalt. Aber das ist halt nur, das ist halt so eine kleine Schnöselstadt hier. Ja, 5 Leute waren am See, ist auch gut. Genau, und ich habe da nämlich schon gesagt, das war eigentlich auch zum Beispiel ein Fehler, hier dieses Gewerbe reinzusetzen, weil wenn wir uns mal angucken, da, das ist schon ganz schön laut. Ah, die Waldgedinger sind auch laut. Ja. Mir fällt gerade nichts mehr ein.
Mir fällt gerade nichts mehr ein, was ich noch sonst gemacht habe. Ja, ich wollte euch jetzt gerne halt endlich mal einen Part bringen. Ist echt schade, weißt du, dann nimmst du eine Stunde auf. Und ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt eigentlich nicht so lange. Ich kann ein bisschen sogar noch weiter aufnehmen, wenn ihr möchtet. Aber eigentlich ist es halt jetzt super spät. Ich habe jetzt dauernd versucht, gerade, ich glaube, fast eine Stunde lang den Part zu retten. Und ja, das hat leider nicht funktioniert. Ich kann es zu Hause nochmal schauen, aber ich glaube nicht, dass es das funktioniert. Ja, dann kümmern uns hier nochmal schnell drum. Das ist echt ein Problem. Ich meine, klar, jetzt die wollen halt die ganzen Arbeitdinger und die bilden sich jetzt alle vor, damit sie. Vor? Hier wird auch noch irgendwas gefehlt. Bilden sich halt einfach alle, um dann halt im Büro zu arbeiten. Weil ganz ehrlich, wer will halt in Franks Fischstäbchenfabrik arbeiten? Man kann es ja verstehen, ne? So, wir lassen das mal hier laufen. Das ist echt, das ist so ekelhaft. Ja, da ist auch was raus. Ja, es ist wie gesagt kein Wunder. Obwohl hier die Leute nicht meckern, interessanterweise. Fehlt auch. Schaut mal. Die haben 6 gut gebildete Arbeitskräfte, die da auf dem. Scheiße, ey. Das ist schon echt blöd. Ich denke, auf kurz oder lang wird sich einfach hier unser Fabrikzeug auch echt verkleinern. Oder wir müssen hier noch mehr ungebildete Leute vielleicht einziehen lassen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Warte mal, nimm mal da hinten. Nimm mal das nochmal weg. Weil da wohnen natürlich auch viele Menschen drin. Und pack eher hier nochmal ein paar Ungebildete. Auch vielleicht mit so. Nee, das sind eigentlich nur, oder? Arbeiterviertel ist ja eigentlich so. Könnten wir eigentlich alles umgestalten hier, ne? Alles fette, fette Hochhäuser rein. Das passt eigentlich besser zusammen, oder? Geben wir den Mast da mal und vielleicht auch. Irgendwo reißen wir es jetzt mal hier raus. Komm, machen wir mal die ganze. Kann ich das hier? Warte mal, ich muss es erstmal so machen. Und jetzt so. Ja, ist okay. So. Leute, genau, ich wollte gerade sagen, ihr könnt auch mal rausfliegen da. Strom hat es eigentlich nur da. Es braucht eigentlich da den Strom gar nicht wirklich. Wo wollen sie eigentlich Gewerbe? Oh Gott, 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 oh Gott. Die werden wahrscheinlich auch gar nicht nachkommen. Die Armen. Werden wir vielleicht echt mal wegnehmen, damit da nicht neue Gebäude hinkommen, die dann. Siehst du, wie da? Ich meine, die anderen brauchen ja auch Arbeitnehmer. Es hat ja. Upsala. Das wollte ich nicht. Es hat ja keinen Sinn, wenn die jetzt dort. Ja, wenn hier brauchen sie immer noch 8 und dann brauchen sie hier 16. Ja, das ist absoluter Blödsinn. So, weil dann wohnen ja da auch gleich mal mehr drin, weil wir haben ja hier 4 von 4 Haushalten und hier mal halt gleich mal 8 Haushalte. Ja, und dass es euch da nicht so sehr gefällt. Mein Gott, ihr habt da hier voll die super Biergartenzeug. Wo auch immer der gerade ist. Zehn Haushalte. Da sind jetzt 8 schon drin. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, das ist ja hier eigentlich ganz süß. Da ist der Biergarten. Dann schmeißen wir die auch mal raus. Tschüssikowski. Bumm. Zwar schön mit euch, aber ihr könnt gehen. Ja. Ich lasse ja erstmal ausziehen. Dann können wir da nochmal gleich die hohen Gebäude reinsetzen. Tschüss, mein Freund.
Und du auch, tschüss. Ihr könnt ja da hier überall einziehen, ist ja kein Ding. Ich setze es hier schon mal rein, bis die beiden sich mal endlich entschließen, hier vielleicht zu gehen. Und auch hier werde ich es ja reinpacken. So, es ist schön, dass ihr echt Gewerbe wollt, aber Gewerbe zeigt. Oh Gott. Dann braucht ihr auch immer, dann brauchen wir auch immer gleich Jobs. Okay, das passt hier. Ihr dürft echt halt nicht in die Schule gehen, einfach. Entschuldigung. Ja, du kennst dich mit Vögeln nicht so aus. Das ist schön. Ja, hier siehst du, recyceln. Da ist auch was leer. Man könnte natürlich auch in der Hauptstraße jetzt so dicht besiedeltes Gewerbegebiet machen, so wie hier. Haben die eigentlich Arbeit? Ah, da müssen auch gleich gut gebildete arbeiten. Das ist natürlich schon gut. Dann könnten vielleicht die ganzen Ungebildeten oder Ungebildeten, dann sollten wir das hier vielleicht auch echt mal verändern, weil die brauchen ja auch ungebildet. Naja, ein, zwei, dann könnten drei. Die brauchen auch Gebildete, by the way. Das ist echt schwierig. Ach, dann könnten die ganzen Ungebildeten halt mal hierhin, upsala, hierhin gehen und hier Arbeit finden. Das ist doch echt traurig hier, was hier passiert. Sehr, sehr traurig. Zumindest läuft die Farm noch. Das mal hier umbauen. Die sind ja sehr laut, haben wir gesagt. Da ist schon wieder. Ich kann ja nicht die ganze Zeit da abreißen, sag mal. Das ist schon lauter wahrscheinlich. Dann würde ich sagen, wir könnten ja mal hier zumindest in den Stadtkern rein hier große Geschäfte bauen. Und zwar so und genauso ruhig hier und auch hier. Ach, warte mal, ich muss erst rausnehmen. So. Okay. Vielleicht wird das dann alles wieder ein bisschen besser bei uns. Und dann sollte die Nachfrage auch besser geregelt werden, weil es ja wirklich dann große Geschäfte sind. Zum Beispiel, ach, das ist ja erstmal weg jetzt hier. Was wird hier gebaut? Oder ein Discounter. Ja, weil dann müssen die auch von hier nicht immer da rüberfahren, wenn sie da irgendwas brauchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Aber ja, ich glaube, das war ganz normal, dass hier das so langsam rausfällt. Einfach weil es jetzt halt Richtung Büro geht. Am Anfang brauchst du halt viel Zeugs hier. Wir könnten das dann hier auch einfach mal verkürzen. Ja, diese Runde machen wir dann hier hin. Aber wir lassen es jetzt erstmal so. Ich hoffe, das regelt sich wieder ein. Was ist mit den Häusern, die keine? Die haben auch nur fünf. Wir haben aber keine Nachfrage nach Gebäuden. Da, Industrie wird gefragt, ja, aber nicht damit ist das Industrie nicht gemeint, sondern Ruhrgebiete. Ich will nicht hier meine ganze Industrie verlieren. Das ist ja auch irgendwo wichtig. Wichtig für die Stadt und für die ganzen Güter. Auch hier fallen Dinge raus. Okay, da ist offenbar, da müssen auch noch einige hin. Das heißt, ich muss jetzt hier noch nicht noch weiterbauen.
Hier sind, haben sich einige Häuser entwickelt. Da ist aber auch noch Platz. Ja, da sind auch noch Platz für neue Haushalte, sind auch zumindest zum Teil. Das ist nur 24% voll, das heißt, das müssten wir nicht mehr leeren. Leerung stoppen. Das sind 77, schon auch recht voll. 62. Dann sollten wir mal. Ne, wir lassen es jetzt erstmal noch so. Voll Schatten hier. Oh, es wird kälter. Sag mir nicht, ich muss bei der nächsten Runde muss ich wahrscheinlich Heizungsrohre und Scheiß bauen. Nein, bitte jetzt hört auf hier. Oh, es sind nicht mehr ganz so viele Anfragen, aber wir haben auch einfach nicht mehr ganz so viele Häuser hier stehen. Nein, es sind alles mit Anfragen voll, aber egal. Was? Und die brauchen jetzt unbedingt Gebildete hier, oder was? Ah ne, nicht genügend Kunden. Ja, aber die wollen doch. Das ist doch, wir haben doch hier Leute. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Da, die hatten auch nicht genügend Kunden. Ihr wollt Gewerbe und dann, wenn ich euch ein Gewerbeding gebe, dann meckert er auch rum. Oh ja, hier hat sich echt, boah, Büro hat sich echt gefüllt. Da arbeiten auch nicht so viele Leute. Das sollten wir echt gleich nochmal weiterfüllen. Aber damit werden wir unser Fabrikgelände komplett schrotten. Sehe ich kommen. Oh. Oh. Ah nee, das ist Heizung. Ich dachte gerade. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe. Warum habe ich kein Wasser? Wie macht man das dann eigentlich? Ist das. Das ist halt echt ein anderes Rohr, ne, irgendwie. Wir haben übrigens echt gut Kohle, sehe ich gerade. Das ist schön.